なかなかなものね。恐怖を与えてやろう。消えてろ。Aus Rivalität wird Einigkeit. Capcom und Namco verbinden sich zum ultimativen Kampfspiel-Tag-Team, um der ewigen Konkurrenz ein Ende zu bereiten. Die Prügelspiel-Legenden Street Fighter und Tekken werden erstmals vereint. Doch hat diese Ultra-Kombo genug Power, um als Sieger aus dem Ring zu steigen? Street Fighter Cross Tekken wird von Capcom entwickelt und das merkt man. Die Street Fighter DNA greift tief, Recken wie Ryu, Ken und Cammy spielen sich wie gehabt. Für Tekken-Kämpfer bedeutet das allerdings eine Rundumerneuerung. Yoshimitsu, Jin und Co. wurden Capcom'sche Kampfmanöver beigebracht. So kennen wir zwar die Moves der Tekken-Kämpfer aus Namcos Spielen, sie fühlen sich jedoch deutlich anders an, wie Street Fighter-Charaktere eben. Das bedeutet in erster Linie simplere und schnellere Kombos und kein 3D. Diese Neuinterpretation steht den Tekken-Recken ausgezeichnet. Im Endeffekt zeigt uns Capcom hier über 15 brandneue Kämpfer, mit denen wir noch nie zuvor im virtuellen Ring standen. Street Fighter Cross Tekken ist ein Tag-Team-Prügelspiel. Vor jedem Kampf wählen wir also zwei der insgesamt 43 Kämpfer, fünf davon sind PlayStation-exklusiv. Im Gegensatz zu Marvel vs. Capcom 3 endet die Runde, wenn nur ein Mitglied des Tag-Teams auf die Bretter geht. Street Fighter-Veteranen werden in Street Fighter Cross Tekken viele Gameplay-Mechaniken wiederfinden, einige aber auch vermissen. Die X-Leiste kehrt zurück und füllt sich in drei Teilen auf. Mit einer vollständig gefüllten Leiste lassen sich Super-Kombos entfesseln. Die sogenannten Cross-Arts erlauben sogar besonders mächtige Angriffe mit beiden Kämpfern des Tag-Teams. Alternativ dürfen auch beide Kämpfer gleichzeitig in den Ring, eine volle X-Leiste vorausgesetzt. Neu sind die Charge-Moves, also Fähigkeiten, die sich aufladen lassen. Jeder Kämpfer hat genau einen davon und kann damit mächtig Schaden austeilen. Lädt man einen Charge-Move komplett auf, löst man damit automatisch eine Super-Kombo aus, die dann nicht die X-Leiste anzapft. Ebenfalls neu ist der Pandora-Modus, der ein Mitglied des Tag-Teams opfert und dem anderen für kurze Zeit einen substanziellen Schadensbonus verleiht. Schafft man es nicht, in dieser Zeit den Gegner auf die Matte zu schicken, hat man die Runde verloren. Generell holt Capcom alles aus der Tag-Team-Mechanik raus. Mit Kombo-Wechsel der Charaktere, Launchangriffe und weitere Cross-Techniques machen aus Street Fighter Cross Tekken ein sehr komplexes Prügelspiel. Etwas ernüchternd ist wiederum der Umfang. Multiplayer-Spezialisten werden mit den üblichen Online- und Offline-Modi zwar gut bedient, Solisten wissen dagegen schon nach wenigen Spielstunden nicht mehr, was sie machen sollen. Der Arcade-Modus und die einzelnen Geschichten der Kämpfer sind dürftig, absurd und mit nicht animierten 2D-Grafiken schlecht präsentiert. Der Trainingsmodus, die Challenges und die Missionen, in denen man seinen Feind unter bestimmten Umständen besiegen muss, sind bestenfalls was für zwischendurch. Da hat uns Konkurrent Mortal Kombat 2011 mehr geboten. Auch der gänzlich neue Scramble-Modus, in dem vier Spieler in Zweierteams gleichzeitig gegeneinander kämpfen können, ist lediglich ein netter Bonus und Pausenfüller. Bei einem Prügelspiel wie Street Fighter Cross Tekken ist die Spielbalance ein immens wichtiges Gefüge, bei dem jede Schraube nur sehr vorsichtig gedreht werden will. Entsprechend skeptisch waren wir, als Capcom das Gem-System ankündigte. Jeden Kämpfer rüsten wir mit insgesamt drei Edelsteinen aus zwei Kategorien aus. Assist-Gems vereinfachen das Spiel für Anfänger, blocken etwa automatisch oder simplifizieren die Eingabe von Kombos, auf Kosten des ausgeteilten Schadens, versteht sich. Boost-Gems wiederum verbessern die Kampfkraft, Geschwindigkeit oder Verteidigung der Charaktere. Erst mit der Zeit und nach vielen, vielen Online-Partien wird sich der Einfluss der Gems auf die Balance zeigen, zumal manche Steinchen nur via DLC oder durch Pre-Order-Boni zu haben sind. Die Anpassung der Kämpfer an die eigenen Wünsche geht noch weiter, im Editiermodus lassen sich die Kostümfarben sämtlicher Recken neu einstellen. Die Farbvielfalt lässt aber zu wünschen übrig, auch hier wird erst via DLC nachgeliefert. Street Fighter Cross Tekken ist ein wahres Fest für Capcom-Jünglinge und Multiplayer-Veteranen. Die Tag-Team-Kämpfe sind mehr Spielerspaß allererster Güte. Neue Gameplay-Mechaniken wie die Charge-Moves oder Cross-Arts bieten auch alteingesessene Street Fighter-Pros eine neue Herausforderung. Ob sich jahrelange Tekken-Fans mit der Neuinterpretation ihrer Helden zufrieden geben, wird sich erst noch zeigen. Schließlich blieb nicht viel vom klassischen Tekken-Gefühl übrig. Aber Namcos Variante von Tekken Cross Street Fighter folgt ja noch. Für Solisten bietet Street Fighter Cross Tekken deutlich zu wenig. Ein einfacher Arcade-Modus und ein paar Challenges reichen bei der heutigen Konkurrenz einfach nicht mehr aus, um nächtelang an dem Bildschirm zu fesseln.
Im Kern ist Capcoms neue Klopperei aber natürlich ein Multiplayer-Spiel und da auch das bisher beste des Jahres. Daher vergeben wir 86%. Here come some new challengers. Thank you.